Hallo ihr Lieben und zurück zur neuen Folge von Die Sims 4. Ja, unsere Jenny schwimmt hier noch. Ich hatte ja gedacht, ich wollte mal die Java-Party machen. Oder Kava-Party. So rum. Geh mal hier hin. Weil das brauchen wir noch für unser Bestreben. Bei einer Kava-Party Gold verdienen. Dann können wir uns auch bald. Jenny, warte mal. Jenny. Hallo. Wollen Sie ganz hin? Soweit? Na gut. Den Geldbaum besorgen. So, wir machen es jetzt einfach mal. Sind ein bisschen wieder an Simoleons los, aber. Gesellschaftliches Ereignis. Auch hübsch aus. Gut, wir kennen jetzt noch nicht so viele Leute. Aber. Oh! Wir haben Feiertag. Das heißt, Tag der Fähigkeiten. Wir beenden diesen Feiertag, kommt. Ich wollte gerade sagen, warum kann man nicht Prestige-Veranstaltung machen? Aber gut. Eine Coverparty, genau. Gastgeber sind wir selbst. Ist ja klar. Ein paar Leute haben wir zum Einladen. Auch unseren zukünftigen. Perfekt. Wir machen es bei uns zu Hause. So. Okay, wir müssen erstmal Kava zubereiten. Das kostet auch noch was. Na gut, ein bisschen haben wir noch. Simoleons. Tschüss, du musst auch mal raus, ne? Kann ich einfach bitten, das Geschäft zu erledigen, dass sie selbst hier hinten. Gucken, ich hoffe, dass er jetzt nicht reinmacht. Tschüss, die Kleine. Rufen, um Getränk zu nehmen. Ja, das wahrscheinlich. Ja, guckt. Geht da hier hinten. Perfekt. Halt. So. Dann werden wir uns mit ihnen mal beschäftigen. Kava zuprosten. Können wir dann gleich bei ihm machen wahrscheinlich. Oh, hier ist aber eine Versammlung jetzt. Gehen wir mit deinem Kava hier hin. Oder nicht? Ja, ihr wolltet ja. Wie macht man das, mit Kava zu brusten? Wähle mit einem Becher Kava in Hand einen anderen Sim. Freundlich? Ja, mit Kava zu brusten. Zurück den Plan vorschlagen. Muskeln zeigen. Ein richtiger Menschenauflauf. Ah. Witze erzählen. Machen wir auch gleich bei ihm. Auch mal einladen, Kava zu trinken. Wir haben nicht mehr viel drinne.
Oh, das können wir jetzt nicht machen. Aber. Nochmal. Rufen Getränkchen. Wir müssen immer Cover zubereiten. Bisschen was aufräumen hier. Eine Gruppenmahlzeit zubereiten. Vielleicht schaffe ich es aber trotzdem einigermaßen auf Gold. Oder zumindest fast. Mal gucken. Ja, es ist den nächsten Tag. Oder wird sie noch befördert? Perfekt. Wir sollten mal eine Gruppe aufmachen, so eine Strandgruppe vielleicht. Ich will mal ein Getränk. Ich werde das auch mal dreimal voll kriegen hier. Wo ist Libby? Oh oh. Mit ihm wird sie kein Freund wohl. Zumindest so aus. So, dann wirst du erstmal kochen. Nehmen wir mal. Mühseteigtaschen. Nimm das mal. Oh, mit ihm wahrscheinlich auch kein Freund. Er versteht sie wohl nicht so gut mit anderen. Aber gut. Noch ein bisschen schneller hier. Zum Essen rufen. Nehmen wir alle aus dem Kühlschrank das Essen weg. Was? Kann ich in der Zeit noch mal mich unterhalten? Jetzt wird noch einmal ein Kava nehmen, gleich. Was zu Ende ist. Und schaffen wir das? Dann haben wir vielleicht auch auf Gold geschafft. Kann man jetzt nicht ganz so gut mit ihm beschäftigen die ganze Zeit. Aber gut. Es erstmal kurz auf. Da ist noch was drauf, vielleicht angeknappert, aber trotzdem packen wir mal rein. Komm einmal ganz kurz auf, nehm doch mal einen Kava. Ich hoffe, das noch mehr. Kannst du gleich weiter essen. Komm, pack ich dir im Inventar, dass dir keiner wegnimmt. So, haben wir doch noch auf Gold geschafft. Muss man ganz dringend wohin gleich? Sorry.
Weil was? Ja? Weil Kava getrunken hat. Oh Gott. Jenny ist so entspannt, dass sie einfach gar nichts mehr tun möchte. Okay. Guck mal auf die Toilette. Mach das jetzt einfach mal. Sind jetzt einfach dreiste. Setzen das? Belohnung verdient. Perfekte Kava-Party. Warum ist das doppelt? Perfekte Kava-Kava-Party. Hä? Okay. Es war so toll, dass wir alles direkt zweimal sagen müssen. Ah, das ist so gewollt. Sieh dir deinen neuen Schatz im Haushaltsinventar an. Ach, das war so gewollt. Gut. Ich dachte, irgendwas. Was haben wir denn da? Willkommen. Das Auge von Sulani. Okay. Packen wir mal auf unseren Schreibtisch. Warum nicht? Ist du das jetzt fertig auf? Der hier hat anscheinend kein Zuhause. Weil er bleibt. Oh, Tippi ist müde. So. Darf ich jetzt mal kurz an meinen Computer? Okay, Danke. Geht der auch irgendwann? Lambra. Jetzt? Der jetzt? Oder auch nicht? Was ist da los? Warum? Ist der irgendwie verbuggt? Wartet mal. Jack zurücksetzen. Ist er jetzt? Will nicht gehen. Doch jetzt. Ich dachte schon, ich krieg den nicht mehr los. So. Hast du das hier auch abgeschlossen? Sandgut sammeln, Essen grillen oder rösten? Gut, dann müssten wir, wenn so ein Park oder so was man Grill hat. Wir kaufen uns irgendwann mal einen eigenen. Punkt, da ist jetzt 260. Okay. Vielleicht, dass wir diese Woche mal zur Arbeit gehen. Ich habe meistens von zu Hause gearbeitet. Vielleicht lassen wir morgen auch mal gehen. Mal hinten schlafen. Warum ist jetzt wieder wach? Hat Libby dich geweckt? Verwenden. Schaumbutton nehmen? Vielleicht können wir, wenn er dann Force losgeht, Strandgut ein bisschen sammeln. Libby muss auch schon wieder irgendwo hin. Mal gucken, wenn wir fertig sind, ob er noch durchhält. Oh, Kava kann auch verderben. Gut, müssen wir gleich mal lernen. Dann gleich mal kurz lernen. Nein, die Dinge üben. Outfit ändern.
Warum sie doch immer gar kein Outfit mehr hat? Warum hat sie jetzt kein Outfit mehr? Irgendwie auch ein komischer Bug, ne? Aber was anhat sie? Jetzt wieder. Keine Ahnung, was es war. Baby wecken? Wollte ja wohin? Mit ein Geschäft zu erledigen. Wow. Ich nehme jetzt mal kurz was zum Frühstück. Oh. Hier kann auch Müllpflanzen wachsen. Immerhin 5 Simoleons für. Echt Müll drin. Auch mal leer, ne? Oh. Zur Arbeit gehen. Geht heute mal hin. Ich muss aber dann auch Logik. Umweltbewusstsein verbreiten. Wo wir gleich einen Sim finden draußen, wo wir das noch machen können. Bevor es los. Und. Ich bräuchte mal einen Schachtisch. Zu Hause. Vielleicht mal so am nächsten Gehalt. Mal gucken. Was war das eben? Geräusch. Mal gucken. Die schwimmt jetzt gerade schlecht. Da hinten läuft aber jemand. Wollte ich vorstellen, geht's ein paar Minuten später hin? Der Chef wird ja wohl nicht gleich. Im kurzer Leck. Nein, man leckt immer noch so ein bisschen komisch. Umweltbewusstsein. Okay. Zur Arbeit gehen. Perfekt. Geht sie erstmal zur Arbeit? Erstmal Kontakt knüpfen ein bisschen. Umgestürzter Baum. Ein freiwilliger Helfer, der mit Jenny arbeitet, ruft an, um Bescheid zu sagen, dass ein umgestürzter Baum einen wichtigen Weg blockiert. Er ist wahrscheinlich nicht besonders groß, sodass man ihn mit einem Seil und einer Hebelvorrichtung wegräumen kann. Aber man möchte den Rat von Jenny einholen. Soll der freiwillige Helfer versuchen, den Baum selbst wegzuräumen, so sollen Fachleute gerufen werden. Räumdienst. Der Räumdienst ruft nach ein paar Stunden zurück und berichtet, dass die Arbeiten aufwendiger waren als gedacht. Natürlich auch teurer. Zumindest ist das Problem gelöst. Na super. Das hat der Firma einiges an Geld gekostet wahrscheinlich, aber gut. Oh, Rechnung. 413 Simoleons. Wir haben das Geld nicht. Wollten Schachtisch kaufen. Ich kann erstmal Rechnung bezahlen. Jeder muss ja nicht. Ach. Ungelöst. 200 Simoleons. Wir kaufen einen Schachtisch. Ist wichtiger als die Rechnung. Rechnung kann man immer noch mal bezahlen. Wird uns zwar der Strom abgestellt, aber was soll's.
Aber sonst wird's ja nie befördert nochmal. Wir brauchen ja unbedingt mehr Geld. Wenn das nicht so teuer ist. Oh. Wir können uns gar kein Schachtisch leisten. Gut, dann müssen wir doch in einen Park. Ah, was machen wir denn in die nächste Folge? Aber ihr Lieben, das wär's mal für diese Folge. Sehen Sie in der nächsten Folge wieder, morgen wieder. Und bis dahin, macht euch einen schönen Abend. Tschüss.